Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer nächstes Video beginnen. Viel Spaß mit dem Vlog. Hallo Stefan und John, ich wollte auch mal euer neues Video beginnen und ja, nehmt mich nicht immer so hops, bitte. Ja, dieses Bild habe ich selber gemalt, als ich dieses Spiel hier, Joking Hazard, im Internet gefunden habe. Dazu gibt es auch so eine Animationsserie, die ich vorher schon geguckt habe. Ja, dieses Spiel macht super Spaß, habe ich mir im Internet gekauft. Also ich spiele es ein bisschen anders, als man es normalerweise spielt. Normalerweise spielt man das mit drei Personen. Da ist einer der Richter und dann müssen zwei so zusammen so eine Geschichte bilden und wer dann, also wer die Richter entscheidet, welche Karte am lustigsten war und dann kriegt derjenige einen Punkt. Aber ich spiele es immer so alleine, dann ziehe ich immer eine Karte, kann ich es mal machen, ich weiß nicht, ob jetzt was Gutes rauskommt. Ich habe dich neulich abends in Frauenkleidung gesehen. Gut, dann zieht man noch eine aus dem zweiten Stapel. Ich bin 11 Jahre alt. Oh Gott. Ja, solche Karten sind das eben, aber es ist super witzig und macht auch super Spaß. Also da kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Ja, ich kann jedem dieses Spiel empfehlen, der schwarzen Humor hat. Und ja, jetzt geht's los mit dem Vlog. Schon wieder eingepennt. Oh. Oh. Ja, ich auch. Wir sind so schläfrig in letzter Zeit. Das könnte am Wetter liegen, aber es könnte auch. Oder an den digitalen Schlaftabletten. Jetzt weiß ich, woran das liegt. Wir haben nämlich schon wieder mal versucht, uns einen von Simones Vlogs anzugucken. Oh. Ich komme gar nicht bis zum Computer hin, das habe ich schon wieder ein. Schaffst du das vielleicht? Überaus. Ja, also ich weiß auch nicht. Wir müssen uns da gerne mal angucken, was Simone so macht. Aber es dauert unendlich lange, weil wir immer wieder von vorne anfangen müssen. Und wir haben es jetzt schon, glaube ich, zum 10. Mal versucht. Es gibt aber auch einen neuen Vlog von Simone. Ich glaube, wir lassen diesen jetzt mal sein mit den Blumen hier. Und gucken uns mal den neuesten Vlog an. Nudeln, womit man sich natürlich gleich bevorraten soll. Die waren hier teilweise, die Spaghetti waren bei meinem Supermarkt den einen Tag sogar schon vergriffen. Ich habe eins. Ja, in dem Vlog, den Simone da gerade, den wir uns gerade angucken oder angucken müssen, Spaß. Ja, da geht es um den Coronavirus, dass sie sich da Vorräte geholt hat, die man ja auch braucht, weil der Coronavirus jetzt Bremen erreicht hat. Kannst du ein bisschen schneller sprechen? Wenn ich da hingucke, mir fallen schon wieder die Augen zu. Ach, ja, das kann mal passieren, das ist ja eine Schlaftablette. Halt, ich habe persönlich manchmal ganz schön dolle Angst und manchmal halt nicht so vom Coronavirus. Also. Ich muss das mal eben ausmachen, ja. So. So. Hallo. So, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Könnt euch ja mal eben unsere Vorräte zeigen, die wir eingekauft haben, für den Fall, dass tatsächlich mal eine Quarantäne anstehen sollte. Denn auch in Bremen gibt es jetzt endlich den ersten, wir können jetzt auch mitreden hier in Bremen, den ersten Corona-Erkrankten. Gestern gab es das in den Nachrichten. Erster Corona-Fall in Bremen bestätigt. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Was haben wir denn hier alles Schönes? Nudeln.
Ach, Ravioli endlich mal wieder, sehr gut. Ach ja, lecker. Da muss erst das Coronavirus ausbrechen, bis es hier endlich mal wieder im Hause Ravioli gibt, also... Ja, könnte es ruhig öfters geben. Bockwürste, oh, hier unten. Ah, ja, also, wir sind gut gerüstet und wir sind sogar noch besser gerüstet. Gehen wir mal in den Keller. So, da sind wir auch schon im Keller oder in der Schatzkammer, wo die Vorräte lagern. Hier haben wir die feinsten Köstlichkeiten, Dosenbier, Flaschenbier. Worauf sitzt du da, John? Hakebeck. Hakebeck, das ist unser Bremer Bier. Dann haben wir hier Weizenbier vom Feinsten, Craftbier. Also ich würde mal sagen, wir haben hier an alles gedacht und können beruhigt oder beruhigter in die Zukunft gucken, würde ich sagen. Was trinke ich denn? Auch schon haben wir natürlich nicht vergessen. Guck mal nach. Ah ja, zwei Kästen Afrikola. Die gute alte Afrikola ist wieder da oder schon länger wieder da. So, jetzt mal Spaß beiseite. Wir wollen uns natürlich über das Thema Coronavirus nicht lustig machen. Allerdings wird da im Augenblick meiner Meinung nach etwas zu viel Panikmache betrieben. Ich habe versucht, mich ein bisschen zu belesen und habe was gefunden, was zumindest erklärt oder versucht zu erklären, warum der Virus Corona in Asien stärker wütet als bei uns in Europa. Sicherlich ist er da ausgebrochen, ist klar. Aber der Virus gelangt in den Körper über sogenannte ACE2-Rezeptoren, die in der Lunge sind. Und Asiaten haben davon deutlich mehr als wir Europäer. Das macht zumindest Hoffnung für mich jetzt, dass sich das Virus hier in Europa oder in Deutschland nicht so stark ausbreiten würde. Und man ist auch der Meinung, also Experten sind der Meinung, dass ganz viele Leute schon Corona haben oder hatten, die es gar nicht als Corona empfunden haben. Also das ist dann der Verlauf eher wie bei einer starken Grippe oder bei einer normalen Grippe. Wir können hier nur mutmaßen und solange wir es können, gehen wir noch nach draußen und auch heute. Am heutigen Tag haben wir uns wieder ein Ziel zum Mittagessen ausgesucht. Und das ist? Paulanas. Nach längerer Zeit mal wieder. Auf geht's! Auch heute hat John sein neues Kartenspiel dabei. Joking Hazard heißt so viel wie, glaube ich, Scherzgefahr. Ein anstößiges Kartenspiel. Von sein Happiness. Anstößiges Kartenspiel ist wie die Serie gemeint. Naja, gut. Na, wir werden sehen, was hier gleich. Ich habe schon einiges gesehen. Also, John hat sich ein neues Spiel ausgedacht. Irgendwie nur 7 Karten ziehen. Hier spricht das blaue Männchen. Grüne Männchen und hier sind entweder rote Karten oder wo halt beide draußen und das gleiche sagen. Gut, ich ziehe jetzt mal von jedem hier 2 Stück. Blaue Männchen, grüne Männchen, Endkarte und einmal noch blaue Männchen extra. Jetzt müssen wir daraus irgendwie lustige Geschichten zusammensetzen. Oder was war das jetzt? Ja. Zwei Geschichten. Nein. Mit drei Geschichten. Eine Geschichte mit drei Karten. Ja. Eine Geschichte mit 3 Karten, ja. Versuchst du mich anzubaggern? Gut. Dann hab ich. So, Johnny hat? Hör auf mit mir zu flirten. Also, das Spiel ist schon sehr anstößig, muss ich mal sagen. Also,
Mit anstößig wurde gemeint, dass es wieder spielen. Du musst doch nicht runterspielen, das spielst du mal ab 16, glaube ich. In Amerika ab 18. Ja. Na gut, sind wir ja wieder da, wo wir auch bei der PS4 sind. Im Fahrwasser. Ich flippe aus. Meine Frau ist gerade verstorben. Was soll ich dazu sagen? Also es ist echt böse, aber John und ich haben gestern über eine Stunde gespielt. Es hat echt Spaß gemacht, auch wenn manche Sachen echt, ja, sehr derbe waren. Da kommt jetzt meine Geschichte. Achso! Tja, also ne, jeder hat einen anderen Humor und einen anderen schwarzen Humor, wie man merkt, oder? Ja, die knutschen zusammen und dann explodiert der andere und der ist dann alleine und hat 8 Monate später wächst ihm ein Baby. Also was lernen wir jetzt daraus? Vom Küssen kriegt man Kinder. Ja, das stand schon damals in der Bravo. Muss ich auch gerade dran denken. Wir haben ja ein Geburtstagskind in der Familie. Und zwar hat der gute Stefan morgen Geburtstag. Jetzt habe ich mir die Geschenke schon zur Arbeit schicken lassen, damit er das nicht vorher sieht. Und eigentlich wollten John und ich ihm einen neuen Bürostuhl schenken. Aber da muss man Probe sitzen, das kann ich nicht für ihn aussuchen. Und deswegen, damit wir nicht mit leeren Händen kommen, Stefan guckt sehr gerne Klassiker der deutschen Fernsehgeschichte, keine Ahnung. Und zwar habe ich da 2 Filme gefunden. Fluchtweg St. Pauli mit dem großartigen Horst Frank. Das spielt in den 70er Jahren, also ich denke, das kennt er noch nicht. Und ja, ich hoffe, es wird ihn begeistern. Und das andere ist mit Derek, hätte ich fast gesagt, mit Horst Tappert. Ein Krimi-Klassiker, wurde gesagt, spielt auch in den 70er Jahren. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir da das Richtige haben. Und dann haben wir noch was Technisches. Muss ich mal eben gucken. Na, geht das Ganze so auf. Ich packe hier selten solche Pakete aus. Oh, das ist aber klein. Ich dachte, das wäre größer. Und zwar eine Ladestation fürs Wohnzimmer, weil mich dieses ganze Gewusel nervt, wenn man mal hier guckt bei John. Diese ganze Karillage haben wir auch im Wohnzimmer und das nervt mich einfach. Und dann ist meine Ordnungsliebe eher, dass Stefan so ein Ding benutzt, wo er auch diese beiden, wie auch immer sie heißen, John, weißt du das? Joy-Cons aufgesteckt werden und dass halt dieses ganze Zeug hier weg ist. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem an der ganzen Sache. Unser Geschenkpapier. Ich habe Weihnachtspapier en masse. Ja, hier kriege ich wahrscheinlich nur die Filme rein. Dann müssen wir hierfür, müssen wir wohl das Mädchenpapier nehmen, was wir sonst für niemanden hier in der Familie gebrauchen können, das Einhornpapier. Da ist Stefan ja letztes Jahr schon mit beschenkt worden, soweit ich mich erinnere. Und ja, dann werden wir das gleich einpacken. Und dann wird er sich hoffentlich morgen freuen. Und ein Geschenk noch von mir, was ich mir teuer zusammengespart habe. Ich hoffe, er freut sich. Wir haben sie noch nicht ausgepackt, aber eingepackt. wir hoffen, er freut sich und dass er drauf reinfällt. Für den Geburtstagskuchen brauche ich jetzt tatsächlich einen Flaschenöffner. Ich bin jetzt hier im Wäschekeller von uns und muss jetzt erstmal eine Kiste Bier leer machen, weil ich die leere Kiste Bier für den Kuchen tatsächlich gebrauchen werde. Und ja, nicht, dass wieder einer motzt. Ich zeige euch das mal. Das ist keine Verschwendung. Das ist der Kasten, den ich brauche und leer machen werde. Und dann zeige ich euch gleich mal. Und zwar könnt ihr das sehen, das Bier ist längst abgelaufen seit Dezember, also ja, trinkt hier eh keiner mehr. Mache ich das mal eben fertig. Happy Birthday!
Alles danke. Gute. Danke, danke. Wie fühlst du dich? Wie immer. Geburtstag habe ich heute, ja. Muss ich noch was machen, auch, was ich ja letztes Mal auch gemacht habe. Ich bin gespannt. Nein! Wollen wir mal sehen. Naja, du hast... ein Jahr, oh, das ist einiges. Oh nein! Also, ich habe heute Geburtstag. Juhu! Lustiges Geschenk geraten. Das sieht ja sehr vielversprechend aus. Und ich sehe ja auch, mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Geschenk bekomme, dann bitte groß, schwer und teuer. Ja, weil du... Kuchen? Ach so, das ist ein Kuchen. Das wäre eine Bier. Ich habe echt geglaubt, es wäre eine Bierkiste. Warte mal eben. Also ich finde, John, kannst du mal eben ein Foto machen von Papa? Der sieht so super aus mit dem Konfetti auf dem Kopf. Okay. Ja. Ja, also da muss ich ja mal sagen. Papa? Ja, kannst du mir dann auch schicken? Ja. Das ist ja mal eine super Idee. Mit einem Bierkasten hier. Hast du schon was gezeigt, oder? Ein bisschen. Ach so. Hier sogar welche, die aufschäumen. Ah ja. Ja, was haben wir noch Schönes? Alles Gute zum Geburtstag. Das ist John Schrift. Ja, willst du dich mal dazu stellen? Wir hoffen, unsere Geschenke werden dir gefallen. Viel Glück im neuen Lebensjahr. Bleib so, wie du bist. Liebe Grüße, John und Simone. Ihr wisst schon. Du wolltest groß, schwer, teuer. Ja, wir haben da extra noch diese Stöpsel mit reingetan. Ihr wisst schon, dass diese, sollten denn es tatsächlich diese Kopfhörer sein, nicht in meine Ohren halten. Ich weiß, ja. Dafür gibt es so extra Stöpsel, die haben wir noch dazu gekauft und reingetan. Man kann sich ja beraten lassen, sonst kann man es umtauschen. Aber wenn die nicht passen, Volker, was sind die du auch hast? Also die du diese, da drin hast, diese Stöpsel. Ach so, die sind okay. Ja nicht doof. Ah ja, sehr witzig. Sehr lustig hier, die Familie. Da ist man schon in einem gesetzten Alter und hat damit schon genug zu tun. Da wird es auch noch mal lustig gemacht. Aber gut, ich bin beruhigt, weil die Dinger halten echt nicht in meinen Ohren. Weil mir fehlt in meinen Ohren dieses Komische, was ihr da alle habt. Ja, wie auch immer. Dir fehlt noch ein bisschen mehr. Ja, ja. Ja, das guckt irgendwie nach da und nicht nach da. Das ist ja ekelhaft. So, was ist das? Das will ich auch nicht in der Länge ziehen, künstlich. Beim Transport kaputt gegangen. Wenn man so viele Hamsterkäufe macht wie du, dann ist ja klar, jetzt ist das schon natürlich immer voll, dann bringt es mal kaputt. Also eine große Milka-Schokolade. Oh, das scheint hier eine Aufladevorrichtung für... Das ist noch viel besser für die Joy-Cons, weil wir dafür ja nur... Für die Controller, sehr gut. Dann kannst du auch die PlayStation damit aufladen lassen und das eine Steckerung haben für die VR-Sachen. DVD. Und das im Zeitalter von Blu-ray. Es ist nicht alles so erhältlich. Ah ja, habe ich schon von gehört sogar. Ach, tatsächlich? Eine alte Krimiserie ist das soweit. Ich war so mit Horst Tappert. Keine Serie, glaube ich, nur eine... Oder ein Film, genau, Horst Tappert. Habe ich sogar früher mal live in einem Theater hier in Bremen sehen können. Er ist der Darsteller von Derek. Und das ist auch ein Film, ein super Film. Den kennst du schon? Selbstverständlich, den habe ich sogar als HD, aber es gibt noch einen, der heißt so ähnlich. Fluchtweg St. Pauli, mit Horst Frank, würde ich sagen. Ja, aber es gibt noch einen, der heißt so ähnlich. Nein, es ist dieser Film, den ich kenne, den ich aber auch sehr gut finde. Wie ich gerade nach Beendigung der Aufnahmen, der eigentlichen Aufnahmen festgestellt habe, habe ich diesen Film doch noch nicht, ich habe ihn verwechselt. Dieser Film heißt Fluchtweg St. Pauli und ich habe den Film gemeint, Die Engel von St. Pauli, wo auch Horst Frank mitspielt. Das nur mal so zwischendurch.
Ja, dazu wollte ich auch sagen, ich wollte dir, oder John und ich wollten dir eigentlich einen neuen Schreibtischstuhl schenken, aber den musst du dir selber aussuchen. Das heißt, den kriege ich auch noch? Ja, wenn du dir den selber aussuchst, ja. Den kann ich natürlich schlecht für dich Probe sitzen. Also das dann ist wär, beim Großschwerteuer ist dann, glaube ich, da, oder? Dann wären wir beim Großschwerteuer. Genau. Das mache ich doch. Habe ich mir schon angeguckt, das kann man nicht alleine kaufen. Ja, und ich glaube, das war's mit dem Video für heute. Hätte ich heute arbeiten müssen, aber dank meines neuen Schichtplans habe ich heute frei und werde mich gleich an den Schnitt setzen von diesem Video. Und dann drehe ich mal um das Ganze, damit wir das Video beenden können. Ja, an dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken und abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss! Und Stefan, nicht vergessen, Staubsauger rausholen. Du siehst ganz schön bescheuert aus mit dem Ding auf dem Arm. Und die Mutti hat schon wieder was vergessen. Ja, ach Mensch, Stefan, das tut mir so leid. Ich hab's wirklich gut gemeint zu deinem Geburtstag, aber du bist immer so gemein zu mir. Na gut, hast du schön gemacht, schöner Fleck im Das Teppich. Ist ja wohl eine unglaubliche Schweinerei.